Willkommen zurück bei Alien Isolation. Ich habe den Schalter gefunden, um den Strom wieder anzuschalten. Er ist im Terminal. Das muss man nochmal benutzen. Zweimal einfach und dann ist wieder Licht. Wartet! Ist. Okay, dann können wir oben durch die Tür durch. Also sind Terminals nicht nur zum für Logs oder so, sondern auch wirklich tatsächlich zum Benutzen, dass man irgendwelche Maschinen aktiviert. Ja, muss man mal wissen, ne? Frage ich mich auch. Wie groß die Station ist. Wahnsinn. So, hier unten eine kleine Tür. Ist natürlich verschlossen. UCSS Nostromo. Wenn das mal nicht interessant klingt, ne? Ich wette, da wollen wir rein. Was man greifen kann. Ein Generator. Blenden. Leuchtfackel. Abspielen. Jones, heutiges Update. Nach mehreren Nachfragen hat Marshall Waits endlich ein öffentliches Meeting einberufen, um die auf Sevastopol kursierenden Gerüchte anzusprechen.
Anstelle jedoch die erbetenen Antworten zu geben, war er weiterhin ausweichend und nur nach wenigen Minuten wurden er und sein Team von der wütenden Menge mit Gegenständen beworfen. Ein Schuss fiel, Panik brach aus und jetzt schmeißen uns Waits und der Rest seines Teams mit Gewalt aus dem Terminal. Wir scheinen auf uns allein gestellt zu sein. Ja, ich merke, dass wir auf uns alleine gestellt sind. Nächstes Terminal. Privat, den Stecker ziehen. So, es tut mir leid, aber Sie müssen nächste Woche nicht kommen. Wie Sie wissen, steckt der Laden seit einiger Zeit schon in Schwierigkeiten und ich konnte die Schuldner nicht mehr länger hinhalten. Niemand kommt mehr nach Sevastopol. Wir sind nicht allein. Scheinbar schreibt die ganze Station rote Zahlen und jetzt wird uns der Hahn zugedreht. Ich verkaufe alles zum Schrottpreis. Einer der Ingenieure sagte, man würde es bald offiziell verkünden. Ich sage Ihnen das nur, damit Sie sich hier nicht einen anderen Job erhoffen. Sevastopol ist am Ende. Harper. Freigegeben. An alle Mitarbeiter. An alle Mitarbeiter des Raumfahrtterminals. Im Interesse der öffentlichen Sicherheit und zur Vermeidung von Panik müssen mögliche Passagiere darauf hingewiesen werden, dass sämtliche Abflüge von Sevastopol gestrichen wurden. Die Colonial Marshals untersuchen Probleme auf der Station und werden alle auf dem Laufenden halten. Aus dem Büro des Marshal Waits. Was ist Apollo? Apollo ist die zentrale KI, die Sixon Hiwi Androiden auf Sevastopol überwacht und ihnen beratend beisteht. Außerdem überwacht sie die stationsweite Kommunikation, wo immer sie auch sind. Sie sind in guten Händen. Ja, totale Überwachung ist immer gut. Schacht öffnen. Schacht zu. Wir haben ja noch Leuchtfackeln, ne, für den Notfall. Die bewegen sich jetzt aber nur, weil die Raumstation wackelt. Schacht öffnen. Herausklettern. Wo sind wir jetzt? Da, wo die Menschen hingelaufen sind? Hier fällt alles auseinander. Hindernisse. Da kann man was drücken. Wo? Benutzen. Und Schrott einsammeln. Schrott. Aber nie genug haben. Also die Raucheffekte und die Partikel und die ganze Beleuchtung, das haben die richtig geil hingekriegt. Der jetzt hin? Sich in den Sack versteckt. Die sieht auf jeden Fall aus, als könnte man da durch. Hier sind ja noch ein paar von denen. Und wir können
bestimmt noch mehr Schrott. Strom wiederherstellen. Haben wir doch. Das da vorne muss der Ausgang sein. Wartungsheber benötigt. Also die einzig offene Tür, die bleibt, ist die. Was ist denn der Typ jetzt hin, der da lang gelaufen ist? Das Gefühl, wir werden beobachtet oder jemand ist hinter mir. Leuchtet auf jeden Fall was in dem Raum. Aber der Erwartungsheber wird benötigt. Hat da jemand gerade geschrien? Ionenschneider benötigt. Muss nicht eine Hand so nah dran, nachher kommt da irgendwo eine Hand durch oder so. Plasmaschneider benötigt. Aha. Strom hergestellt für die Tür oben, ne? Stimmt. War nur ein Scheinwerfer. Mal schön mit Leichen drüber laufen. Fuck the Marshals. Zum Verstecken halten. Weil, warum? Sollen wir mal besser speichern? Lieber machen wir das, ne? Sieht ganz so aus.
der Wartungsheber. Oh, das sieht nicht gut aus. Oh, Scheiße. Spielkonsole? NES? Ja. Fällt einfach mal rein, ne? Gucken wir damit dann da hin, oder? Karte einsammeln und den Wartungsheber. Ich kann das, glaube ich, besser gebrauchen. Glaube ich auch. Strebe entfernen. Beide Maustasten gedrückt halten und dann zur Seite. Cool. Das heißt, wir können die Dinger jetzt wegmachen. Hat sich das bewegt? Ja. Ich würde sagen, wir machen hier eine kurze Pause und bis gleich.